Herzlich willkommen in diesem Kanal Tarot 55 zu einem weiteren Modul und heute schauen wir uns die Map Paradiso Gletscher 2.0 von Trentino 2013 an. Ich schreibe dazu Giaccio Paradiso e dai Rotterbach. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Sprache ist. Und da sind jetzt noch die Lifte aufgelistet. Wir haben eine ATW, einmal eine 10 MGD, einmal eine 8er CLDB, zweimal eine 6er CLDB. 2x4CLF und 5x Ski-Lift. Ski-Lift ist der Schlepplift. Und der, glaube ich, also soweit ich weiß, ist der Ersteller nicht deutsch. Also for the English guys, I'm making subtitle with the YouTube normal subtitle, yes. So. Dann, ja, dann haben wir schon mal die V1 dazu angeschaut. Ich sag, ja, wir fangen hier unten im Dorf an. Das Dorf hat sich sehr gut verbessert. Bisschen viel Bäume hier. Aber schaut sehr idyllisch aus. Es leckt teilweise ein bisschen hier. Ja. Auf jeden Fall auch eine Idee, dass man hier diese Textur hier verwenden kann für die Straße. Hier einen Tunnel mit Steinen überdeckt, finde ich auch sehr cool. Jo. So, ja, hier in der Mitte hat es einen See, den großen. Hier oben halt überall noch Häuser und so. Ja, ich sag, wir fangen mal bei den Seilbahnen an. Wir haben hier die Paradiso, die Alveo, Teddy, Olympionica. Seletta, Lago Scuro, Rotterbach, Edelweiß, Flechte, Heu, Eurogletscher, Paradiso Express, Paradiso Bahn, Karl Förner, Karl Express, Bleis, Beikugel, Anemone, und das war's, ja. Pisten. Haben wir leider keinen Pistenplan. Ich sehe ihn hier aber im Steam Workshop drin. Schaut sehr cool aus. Ja. Also einfach so raufgezeichnet. Mit Paint so ein bisschen. Ja. Ganz basic. Pistenplan hier, ja. Hütten gibt es keine. Minimap gibt es auch keine. Und wegen dieser Map bin ich vor zwei Mal hier mal eine Ausnahme, weil der Ersteller mich darum gebeten hat. Jo. So, dann haben wir hier einen großen Parkplatz. Wenn ihr nicht wisst, wie es vorher ausgeschaut hat, also Paradiso Gletscher V1, dann verlinke ich euch auch nochmal das Video in der Videobeschreibung. Jo. Oder oben in der Infobox. Hier haben wir eine Pistenbully-Garage mit zwei Pistenbullys, Windenausführung. Ja. So. Ja, dann kommt man hier rein. Kasse. Man kann entweder entscheiden, man benutzt die Pendelbahn oder die MGD. So gibt irgendwie keinen Sinn hier, aber ja. Wenn du da reingehst, kannst du gleich hier durchgehen. Muss ich, ja, weiß ich nicht. Man merkt schon, es leckt hier. Paradiso-Bahn ist das. Und das hier ist die Paradiso Express, ja, Paradiso Bahn und Paradiso Express. Ja, die gehen beide hier weg. Etwas seltsam, dass hier einfach zwei solche großen Bahnen nebeneinander aufgehen. Aber hier, die fährt halt nur hier hin. Hier hätte man noch ein bisschen smoothen können. Schaut das nicht so realistisch aus. Gleich wie hier, vielleicht noch ein Zaun hier hin oder so. Ja, das Restaurant hier wurde halt gar nicht ausgestattet hier oben. Es leckt auch hier teilweise viel mehr hier oben drin. Ja, auf jeden Fall geht der Paradiso Express hier hin.
Hier unten gibt es auch noch meine Pistenbully-Garage mit. Die wurde gescaled. Die wurde gescaled. Schaut es jetzt nicht mehr so gut aus, weil der Pistenbully so klein ist hier. Ja. Dann bin ich hier schön mit dem Netz da. Das finde ich jetzt nicht so schön. Ja. Dann haben wir hier den schönen umbauten Bahnhof mit meinem Pistenbully davor. Das Stationsgebäude gefällt mir insbesondere sehr. Mal die Tür zum Aufmachen hier. Aha, ist wieder der Eingang, ja. So, und hier soll es, glaube ich, so dargestellt werden, dass sich hier der Gletscher so runterschiebt. Also das Eis hier. Hier so auftürmt. Deswegen ist es so eine Kante, glaube ich, drin. Immer noch eine Gletschersee. Ja, dann haben wir hier. Das ist die da Alveo. Führt hier raus, die Alveo. Und endet auch schon hier oben. Das ist eigentlich nur so ein kleiner Hang hier. Wo man da runterfahren kann. Ja. Dann haben wir hier den Karl Ferner. Ja. Ich weiß nicht, ob das beim echten Gletschergebiet so ist, ob die Stützen dann die Gletscherstützen vom Sesslift so eingeschüttet sind. Kann ich gerne wer mal in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall geht der bis hier oben hin und dann haben wir hier auch noch leider ein nicht ausgestattetes Restaurant. Dann gibt es hier wieder eine flache Piste runter mit Schneekanonen sogar. Hier oben auf dem Gletscher ist komisch, glaube ich, ja. Schauen wir gleich hier runter, was das hier für eine Bahn ist. Hier haben wir noch eine Pistenbully-Garage mit Schneekanonen drin. Sehr viele Pistenbully-Garagen hier. So, das habe ich, glaube ich, hier gesehen. Ja, das ist der. Nein. Rotterbach ist das nicht. Er ist der Karl Express. Ist der Karl Express hier auf? Ja, führt einfach hier so hoch. Dann haben wir hier unten nochmal einen Pistenbully-Unterstellplatz. Wenn du hier hinfährst, wenn du da rausfährst, ja. Dann ist es weh. Ja, hier oben ist schon alles steinig und so. Ja. Ah, das schauen wir uns gleich an, das schaut ziemlich cool aus. Wenn du hier runterfährst, dann kannst du da runterfahren. Hier rein. Und hier, wie kommst du da rein? Ah, von hier oben. Hier drüben auf der anderen Seite rum. Und dann in so einen Skitunnel rein hier. Wenn sich ja dann nochmal durch den Skitunnel bringt, ja, ist ja schön. Dann haben wir hier den. Schauen wir uns gleich an, hier relativ flach auch wieder alles hier. Schauen wir uns gleich die Gletscherbahn an hier. Hier gehen nämlich zwei drauf. Das ist nämlich der Heu und die Flechte. Ja, das passiert, wenn man die falschen Stützen nimmt. Fährst du auf einmal auf der anderen Spur hier drüben. Ja. Aber zugemacht, du kommst hier rein und fährst du wieder hin. Ja, das ist schön. Ja. Finde ich schön. Aha, das ist kein weiterer Lift, da drüben ist der andere Lift. Wir sind gerade vorher hier runtergekommen. Er ist schon ein bisschen steiler. Aber hier sind Gletscherspalten wieder drin, deswegen darf man hier nicht hinfahren. Dann gibt es hier den An, die, oder die, der, das Anemone.
Hier auch nochmal so ein, mit so einem Gletscher ist wieder runtergeschoben hier. Sehr schön. Ja, der Lift ist relativ lang. So eine richtige Grube drin hier. Ja, wenn es da reinfällt, da ist gefährlich. Auch relativ flach alles, ja. Dann schauen wir uns gleich den Lift hier an. Das dürfte dann der vordere sein hier. Ja, ein Rotterbach. Die Steine oben gefallen mir jetzt nicht so. Wegen dem Gescalten. Und hier ist Terrain drin. Jo. Führt hier auf relativ weite Spannfelder. Aber das macht nichts. Hier auch ein unbestelltes Restaurant mit auch noch einer Bistro-Bulli-Garage. Fast zu viel Bistro-Bulli-Garage. So, hier langsam, wirklich, ja. Dann haben wir hier auch noch den Gleis. Und hier ist es wirklich so, dass die Stützen hier so eingeschüttet sind. Und so hoch auch raufgehen. Keine Ahnung, könnt ihr mir bitte in die Kommentare schreiben. So, dann gibt es hier neben auch nochmal einen Schlepper. Und zwar den Bleikogel. Ui, sehr steile Ausfahrt hier. Ja, der wird hier hoch, hier rauf. Ja. Schauen wir mal kurz hier nach auf dem Pistenplan im Steam Workshop, wie ich alle Lüfte gezeigt habe. Nein, ja, hier drüben fällt noch einer, ja. Und zwar ist das der Eurogletscher. Der führt hier hoch, kommt dann hier oben an. Ja, die Kante hier ist relativ unrealistisch, weil wenn du nicht loslässt und da klatscht rein und dann bist du tot. Ja. Also, ihre Meinung zu dem Skigebiet? Die Pisten sind sehr flach. Die Ausgestaltung lässt hier oben im Skigebiet zu wünschen übrig. Also hier oben wünsche ich mir noch mehr und unten passt hier eigentlich ziemlich gut. Ich hätte dann gesagt, schreibt eure Meinung gern zu der Map in die Kommentare und dann bis zum nächsten Mal und ciao, Leute, und bye.